Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Wherever in the world you may be. Wo auch immer du auf dieser Welt bist. Hope you're well, you're happy, you slept good like we did. Hoffe, dass es dir gut geht, dass du gut geschlafen hast wie wir. And are ready for your journey with God. Und du bereit bist für deine Reise mit Gott. So we saw that sanctified, it means to set apart for special purpose. Wir sahen, dass Heiligen bedeutet, für bestimmte Zwecke ausgesondert zu sein. I want to talk about an aspect that is unfortunately many times misunderstood. Ich spreche über einen Aspekt, der unglücklicherweise sehr oft falsch verstanden wird. And that's that in the Bible or in the Christian life, everything is balanced. Und das ist, dass in der Bibel oder im christlichen Leben alles im Gleichgewicht ist. Yet in the experience of many Christian life, things are not balanced. Und doch ist vieles, das im christlichen Leben gelebt wird, nicht im Gleichgewicht. How they live their day-to-day lives. Wie wir unser tägliches Leben leben. Look, I'm going to give you several examples. Schau, ich gebe dir mehrere Beispiele. Are we called to work hard for the Lord or are we called to rest? Sind wir aufgerufen, für den Herrn hart zu arbeiten oder sind wir aufgerufen zu ruhen? We are supposed to work and we are supposed to rest. Wir sind aufgerufen zu arbeiten und auszuruhen. And people many times find that there is a contradiction, but in reality I see more balance than a contradiction. Menschen denken oft, dass es ein Widerspruch ist, aber in Wirklichkeit sehe ich darin mehr Gleichgewicht als einen Widerspruch. We've entered into the rest of God. Wir sind in die Ruhe Gottes eingekehrt. Yet we need to do the works that God has prepared for us before the foundation of the world. Und doch müssen wir die Werke vollbringen, die Gott vor der Gründung der Welt für uns vorbereitet hat. Look how God ordained it for the people of Israel to go into the promised land. Schau, wie Gott es für das Volk Israel bestimmt hat, in das verheißene Land zu gehen. He told them that he had already given them the land. Er sagte ihnen, dass er ihnen das Land bereits gegeben hat. Well, if he has already given it the land, already defeated the enemy. Wenn er ihnen das Land bereits gegeben hat und die Feinde bereits besiegt sind. Why did they have to go into the land and fight to drive out the enemy? Warum mussten sie in das Land gehen, um zu kämpfen und die Feinde rauszubekommen? See, it's one of those beautiful Christian paradoxes. Siehst du, es ist eines dieser schönen christlichen Widersprüche. The whole Bible is full of these. Die ganze Bibel ist voll davon. Another thing that we see many times. Etwas anderes, was wir oft sehen. Which is also a beautiful, perfect balance. Was ebenso ein schönes, perfektes Gleichgewicht ist. Is the receiving and the giving. Ist das Empfangen und Geben. You know, it was a very painful lesson for me to learn to receive. Weißt du, es war für mich eine sehr schmerzhafte Lektion zu lernen, zu bekommen. Since I was a child, I was very generous. Seit ich ein Kind bin, bin ich sehr großzügig. I shared my toys, I shared my pocket money, I shared my candies, I shared everything with everybody. Ich teilte meine Spielsachen, mein Taschengeld, meine Süßigkeiten, ich teilte alles mit allen. I always just loved to give and be generous. Ich liebte es einfach immer zu geben und großzügig zu sein. But then as I began to grow up and became old and began to serve Jesus. Aber als ich heranwuchs, älter wurde und anfing Jesus zu dienen. I realized that I always wanted to be generous, but I found it very hard to receive. Realisierte ich, dass ich immer großzügig sein wollte, aber dass es für mich schwierig ist zu empfangen. And I was, you know, people wanted to give things to me and I was resisting. I said, no, no, thank you, you can't do that, no, no, no. Und Menschen wollten mir etwas geben und ich sträubte mich und sagte, nein, nein, danke, du kannst das nicht machen, nein, nein. And the Lord said to me, und der Herr sagte zu mir, stop being so proud. Hör auf, so stolz zu sein. I thought it was humility that I didn't want to receive, but the Lord told me it was pride. Ich dachte, dass es Demut ist, dass ich nicht empfangen wollte, doch der Herr sagte mir, dass es Stolz ist. And I had to confront my own heart. Und ich musste mein eigenes Herz damit konfrontieren. And the Lord said to me, und der Herr sagte zu mir, Reinhard, how can I make you a person that is radically, ridiculously, generously generous if you first don't learn how to receive? Reinhard, wie kann ich dich zu einer Person machen, die so radikal, krass, großzügig ist, wenn du nicht als erstes lernst, wie du empfangen kannst. You've got to receive in order to be able to give. Du musst annehmen können, um geben zu können. So I had to confront my heart. So musste ich mein Herz konfrontieren. Look about salvation. Schau, wenn es um Errettung geht. Is salvation by works or is salvation by faith? Geschieht Errettung durch Werke oder durch Glauben? Well, it's by faith. Nun, es ist durch Glaube. But it's by work. Aber es ist durch Werke. Well, hang on. Warte mal. Is it faith or is it work?
Ist es Werk oder Glaube? Well, the Bible tells us that we have to repent from our sins in order to be saved. Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Sünden bereuen müssen, um gerettet zu werden. Repent and believe. Buße und Glaube. The Bible talks about fruit of repentance. Die Bibel spricht über Früchte aus Buße. While we cannot add any work to the finished work of the cross, our faith must have works to show that it's real faith. Während wir dem vollbrachten Werk am Kreuz kein Werk hinzufügen können, muss unser Glaube Werke haben, damit es wahre Glaube ist. The Bible says, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you. Die Bibel sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. You see the balance? Siehst du das Gleichgewicht? God works and yet we work with him. Gott arbeitet und doch arbeiten wir mit ihm zusammen. You know, you've heard me say that. Du weißt, du hast das von mir schon gehört. We can only really fulfill our potential in God. Wir können unser Potenzial in Gott nur dann erfüllen, if we understand that humanity and divinity must blend together perfectly. Wenn wir verstehen, dass Menschlichkeit und Gottheit sich perfekt vermischen müssen. I'm going to give you another one where the Bible gives us a very clear balance. Ich gebe dir noch eines, wo die Bibel uns das klare Gleichgewicht zeigt. Something very few Christians want to understand. Etwas, das nur wenige Christen verstehen wollen. Romans 11, verse 22. Römer 11, Vers 22. Therefore consider the goodness, or another translation says, the kindness and the severity of God. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Hang on, is God kind or is God severe? Warte mal, ist Gott liebenswürdig oder ist er streng? Well, look what Paul continues to say. Schau, was Peter weiter sagt. On those who fell, severity. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. But towards you, goodness, if you continue in his goodness. Gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Otherwise, you will be cut off also. Sonst wirst du auch herausgeschnitten werden. So, is God wonderful, love and kind? Yes. Ist Gott wunderbar, liebe und liebenswürdig? Ja. Yes. See. But is God severe and strict? Yes. Aber ist Gott streng und ernst? Ja. One of the most outstanding men of God alive, his name is David Platt. Einer der herausragendsten Menschen Gottes, die noch leben, sein Name ist David Platt. David said this. David sagte Folgendes. You want to see the love of God? Look at the cross. Du willst die Liebe Gottes sehen? Schau auf das Kreuz. You want to see the wrath or the anger of God? Look at the cross. Du willst den Zorn, die Wut Gottes sehen? Schau auf das Kreuz. You see, we like to make ourselves the God that fits into our little life. Wir lieben es, uns den Gott zu machen, der in unser kleines Leben passt. You can't do that. Das kannst du nicht tun. Because everything is balanced with God. Weil mit Gott alles im Gleichgewicht ist. What does that have to do with sanctifying the Lord in your heart? Was hat das mit Heilige den Herrn in deinem Herzen zu tun? Everything. Alles. Why? Warum? Because the Lord did everything that needs to be done so that you can be sanctified. Weil der Herr alles tat, das getan werden musste, damit du geheiligt werden kannst. But now it's your turn to respond to it and act upon it. Ab jetzt bist du an der Reihe, darauf zu antworten, es zu tun und danach zu handeln. And if you don't act upon it, the Lord will never be sanctified in your heart. Wenn du nicht danach handelst, wird Gott nie in deinem Herzen geheiligt sein. Think about that. Denk darüber nach. And let's see you again tomorrow. Und wir sehen uns wieder morgen.